Herzlich willkommen zur Folge des Reichtums und des Glücks. Mit Commercial Freighter und Schiffen und Space Engineers. Vielleicht sollten wir das große Schiff doch komplett abbauen und jetzt ein ganz geiles Solarschiff bauen. Ja, das wäre cool. Ich weiß ja nicht mal, wie das Ding aussieht, das du da hast. Es sieht aus wie so ein Satellit. Ja, ich werde es ja gleich sehen. Wo ist das denn? Da, nee, doch. Ich bin schon recht nah jetzt. Ja, nur noch 3000. Da bist du ja. Du kommst. Du kommst. Ich komm. Bist du einfach so reinspaziert, oder was? Ja, ich hab mich reingebohrt. Und dann habe ich mich da reingesetzt. Ja, geil. Gibt ja keine NPCs, ne? Nee, aber ich vermute, dass später die Geschütze funktionieren. Oh, ich sehe dich. Du kommst. Ah, jetzt bist du irgendwo gegengeflogen. Ich bin gestorben. Einfach so. Du bist einfach irgendwo gegengeflogen. Einfach so. Gegen nichts. Ich bin in deinem Schiff gespawnt. Das Ding hat sich völlig zersetzt. Was hast du gemacht? Ich bin in einem eigenen Schiff. Ich bin einfach geplatzt. Ich versuche mal, dem Ding hinterher zu fliegen. Das geht nee, du bist. Wahrscheinlich hatte ich einen Meteorit getroffen oder so. Geht ziemlich schnell ab, oder? Das Ding. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal kriegen. Na, ich guck mal. Doch, ich fliege auf jeden Fall in die Richtung. Das hat es ja wirklich völlig zersäbelt, das Teil. Aber das Gute ist, ich bin jetzt auch in meinem eigenen Schiff gespawnt hier. Durch die Gegend. Du bist. Es gibt gerade ein bisschen Probleme mit Skype. So, jetzt sprich nochmal. Ja, ich sagte, hier fliegen ganz viele Sachen durch die Gegend und es ist einfach explodiert. Ja, ja, ich bin gerade auch auf dem Weg hinterher. Auch ein bisschen näher. Ja, ich habe nur noch 100 Meter, ich bin fast dran. Aber weil es jetzt frei fliegt, muss ich aufpassen, dass ich es nicht einfach treffe. Ja. Vor allem ist jetzt auch die Frage, ob man das überhaupt noch stoppen kann, ne? Ja, keine Ahnung, ich versuch's. Müsste eigentlich gehen, weil die Solardinger sind ja noch ganz und ein paar Thruster sind noch dran. Es bewegt sich, es leckt hier bloß gerade sehr krass durch die Gegend, das Ding. Ja, das lag wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich Skype war ja gerade auch kurz weg. Achso, okay. Bei Gott, wie traurig, diese riesigen Solarpaneelen hier wegfliegen einfach. Kommt wieder Schiff. Kommt wieder, wie komme ich da rein? Boah, das Ding, das müsste ein relativ großes Loch drin sein eigentlich. Ja. Ah, komm, das leckt aber wie blöde gerade. Das hüpft vor mir links und rechts hin und her und ich versuche nur irgendwie... Vor allen Dingen, weil wir jetzt im freien Fall sind, kann ich meine Bewegung auch schlecht kontrollieren. Mir baut sich das gerade irgendwie so ein bisschen ab. Ich komme gar nicht mehr nah, warum? Du musst Dampeners ausmachen. Angekommen. Nein. Weil das Ding ja mit einer konstanten Geschwindigkeit gerade fliegt. Mir fällt gerade auch ein, ich Vollidiot. Was denn? Bin einfach jetzt von dem Asteroiden weggeflogen. Von unserem, wo unser ganzes Zeug ist. Warum machst du das denn? Weil ich mit hinterher wollte. Ja, aber ich fliege doch schon hinterher. Was machst du denn? Ich bin doch der Typ für die schlechten Aktionen. Oh nein! Und was ist eigentlich mit deinem Server? Speicher mal, das leckt gerade ganz, ganz übel. Sonst geht uns gleich alles flöten. Es ist einfach weg. Ja, speicher trotzdem mal. Ja, ja, es ist ja Autosave alle 5 Minuten. Ist ja keine Sau. Ja, gut, weil das mich gerade übelst leckt. Ich versuche reinzukommen, das hüpft vor mir hin und her. Ich komme nicht rein, weil es zu sehr leckt. Was ist das für eine Scheiße? Immer wenn ich da bin, hüpft es weg. Da hinten ist der nächste Commercial Freighter gerade gespawnt. Ja, super. Und ich komme wahrscheinlich nie wieder lebend zurück zu dir. Muss mich irgendwie opfern oder so. Boah, Viech, kannst du mal aufhören, wegzulecken, während ich gerade fast bei dir bin? Action! Action! Action. Bei der Späken. Ich glaube, das sind die Asteroiden, wo wir wohnen hier. Noch ein Commercial Freighter. So, da ist Skype, weil der Tim ist ja nicht hier. Der ist ja ganz woanders. Ist jetzt gerade ganz ausgegangen. Und diese Folge Let's Play Space Engineers. Ja, da unten ist sie. Ist unser Asteroid. Diese Folge Space Engineers ist ganz besonders kurz. Ich werde jetzt noch da hinten hinfliegen. Und dann war es das. Mit dieser Folge. Warum sieht denn das so lila aus? Aber so ein Commercial Freighter würde ich mir auf jeden Fall nochmal unter den Nagel reißen und dann irgendwie wieder zurückfliegen und dann einfach platzen. Das war es trotzdem wert. Ah ja, das sieht gut aus. Da ist er Hallo? Wieder. Guten Tag. Was war denn da eben los? Ganz vorbei. So, ich habe aber zurückgefunden. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum alles so krass geleckt hat. Ja. Nein!
So, sind wir jetzt eigentlich wieder auf Sendung? Wir sind immer noch auf Sendung, da muss ich ja noch nicht abbrechen. Achso, ich finde den Server nicht mehr. Warte mal, Join World. Also Skype ist eben ganz offline gewesen. Ja, und du auch, und ich finde den Server nicht mehr. Ist der noch offen? Müsste. Ich weiß nicht, wie das mit dem Rest aussieht, mit Steam und so. Ich würde sagen, wir machen diese Folge jetzt mal an dieser Stelle etwas kürzer. Genau. Und kommen dann nicht klar. Nee, ja, ich komme auch nicht rein. Ich gerade sowieso, dass ich in das große Schiff reingeflogen bin. Auf Tür. Und sich das gerade irgendwo hinbewegt. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge und machen nachher in der nächsten Folge weiter, wenn wir die technischen Probleme gelöst haben. Genau. Was hältst du davon? Da halte ich einiges von. Ich will nur noch kurz dieses Schiff hier anhalten. So. Da kommt der nächste Meteoritensturm. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir können zusammenfassen, dass der Creative Mode echt lustig ist. Großartig. Tim spielt jetzt Space Engineer, steht bei mir. Ja, nee, jetzt eigentlich nicht. Jetzt versuche ich es wieder. Das heißt, ich bin einfach nur gerade online gekommen. Aber ich würde sagen, trotzdem eine wirre Folge von, ich glaube, 8 Minuten oder so ist jetzt vorbei. Ja, so kann es kommen bei Space Engineers, wenn alles kaputt geht. Mit das Bacon, da geht öfter alles kaputt. Genau, das haben wir so an uns, ne? Genau. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.